Meine Damen und Herren, bereit für den Aktien-Schnelltest? Equinor, TUI, Johnson & Johnson, Union Pacific, Fiverr und Energiekontor liegen heute auf dem Untersuchungstisch. Meine Damen und Herren, willkommen im Bernecker TV. Freuen Sie sich auf meinen heutigen Gesprächspartner Oliver Kantem aus dem Team des Aktionärsbriefes. Ich darf heute vertretungsweise die Stellung für meinen Boss Michael Hüsken halten, der seinen wohlverdienten Urlaub genießen darf. Im Teil 1 der regulären Hauptsendung ging es bereits um den DAX, um Öl, um Gold und auch um die Turbo-Performer-Aktien der Beiersdorf und Gerresheimer. Jetzt starten wir durch mit dem Schnelltest und die erste Aktie passt auch ganz gut zum Themenfeld Öl. Wir schauen nämlich auf Equinor. Genau, Equinor ist ja ein norwegischer Erdöl- und Erdgaskonzern mit Sitz in Stavanger. Und früher war man unter dem Namen Statoil sowie Statoil Hydro bekannt. Und das traditionelle Öl- und Erdgasgeschäft, das läuft solide. Man arbeitet mit nachhaltig hohen Gewinnmargen im Bereich 35-50% auf EBIT-Basis. Und erst jüngst hatte man ja ein großes neues Gas- und Ölfeld in der Nordsee entdeckt. Aber wirklich innovative Impulse, die dürften eher so von so Sachen kommen wie zum Beispiel das Joint Venture mit BP. Denn Equinor ist ja auch ein Spezialist von CO2-Speicherung mittels des sogenannten CCS-Verfahrens. CCS steht für Carbon Capture and Storage. Und Großbritannien hat nun acht Projekte in die engere Wahl genommen. Und auch das Joint Venture von Equinor und BP wurde ausgewählt. Beide sollen ein Gaskraftwerk mit einer Kapazität von 860 Megawatt bauen und das im Betrieb entstehende CO2, das soll dann per CCS-Verfahren abgespalten und im Boden entgelagert werden. Ja, das CCS-Verfahren birgt aber auch Risiken und ist auch umstritten, das muss man dazu sagen. Wenn wir uns die Aktie angucken, die ist mit dem KGV von 6 günstig bewertet und es gibt zudem eine attraktive Dividendenrendite von zuletzt 8%. Und die könnte 2023 oder für das Geschäftsjahr 2023 sogar bis 11% steigen. Der Kurs, der hatte vom Top rund ein Drittel nachgegeben und die Ausrichtung auf den Zukunftsmarkt CCS könnte mittelfristig für erhebliche Kursfantasie sorgen. Und die Aktie ist auf Sicht von 2 bis 3 Jahren in Kauf. Die nächste Aktie scheint viele Börsianer zu beschäftigen. Meine Damen und Herren, vielleicht auch sogar Sie. Welche Einschätzung hast du, Oliver, zu TUI? Ja, ist ja derzeit wieder im Gespräch. Der größte Touristikkonzern der Welt. Die Corona-Pandemie, die hatte ja den Hannoveranern fast das Genick gebrochen. Und nur mit Hilfe staatlicher Unterstützung hat das Unternehmen überlebt. Zudem war eine Serie von Kapitalerhöhungen notwendig und auch jetzt läuft mal wieder eine Kapitalerhöhung. Es werden 329 Millionen neue Stammaktien herausgegeben und je 3 alte können 8 neue Aktien zum Preis von je 5,55 Euro bezogen werden. Und die Konditionen, die entsprechen einem hohen Abschlag zum vorher gültigen Kursniveau. Und Aktien und Bezugsrechte, die sind seit Tagen jetzt auch auf Talfahrt. Aber trotzdem, nach Jahren der Vorsicht, wir waren ja immer sehr, sehr skeptisch, was TUI belangt und hatten auch immer kritisiert die papierdünnen Margen, die bei TUI vorgeherrscht haben. Und auch schon vor Corona hatte TUI ja große, große Probleme. Aber jetzt könnte die Aktie möglicherweise langsam wieder interessant werden. Man sollte allerdings nicht ins fallende Messer greifen und zunächst zumindest einen Bodenbildungsansatz abwarten. Denn operativ läuft es eigentlich ganz gut, denn die Menschen haben nach der Corona-Pandemie Nachholbedarf, was Urlaubsreisen angeht. Anleger sollten aber jetzt in der laufenden Kapitalerhöhung noch das Ende der Bezugsfrist am 17. April abwarten und erst dann vielleicht eine kleine Einstiegsposition kaufen. Aber für konservative Anleger ist TUI auch weiterhin nicht geeignet. Wechseln wir komplett das Themengebiet. Jetzt geht es um Pharma und Konsumgüter und zwar mit Johnson & Johnson. Ja, Johnson & Johnson hat ja auch eine lange Geschichte schon hinter sich, ist 1886 von 3 Johnson-Brüdern gegründet worden. Und man hat über Jahre solides Wachstum und ansprechende Gewinnmargen gezeigt. Seit Jahresbeginn 2023 hat der Aktienkurs aber rund 17% verloren. Und die Ursachen waren angeblich krebserregende Körperpflegeprodukte von Johnson & Johnson.
die das Magnesiumsilikat Talkum enthalten. Und so soll das Körperpflegepuder Babypowder zum Beispiel für Eierstockkrebs bei Frauen verantwortlich sein. Und es hat deswegen über 40.000 Klagen gegen Johnson & Johnson gegeben. Aber nun hat man sich geeinigt. Im Rahmen eines Vergleichs ist Johnson & Johnson bereit, 8,9 Milliarden Dollar zu zahlen. Das ist natürlich so eine ziemlich hohe Summe. Aber das Geld muss nicht auf einen Schlag bezahlt werden, sondern die Zahlungen, die sollen über die nächsten 25 Jahre gestreckt werden. Und das sollte eigentlich gut zu stemmen zu sein. Und somit ist Johnson & Johnson somit mit einem blauen Auge davongekommen. Das Damoklesschwert über der Aktie, das ist nun verschwunden. Die Unsicherheit ist erstmal weg. Und deswegen ist die Aktie für mich jetzt auch wieder neuer Kauf. Die nächsten beiden Aktien, meine Damen und Herren, sind Anregungen von Ihnen. Jetzt geht es auf die Schiene, und zwar mit Union Pacific. Was ist deine Meinung zu der Aktie, Oliver? Union Pacific ist ja die Muttergesellschaft eines der größten Eisenbahnunternehmen der USA. Und diese Tochter Union Pacific Railroad, die wurde bereits 1862 gegründet. Und mit insgesamt über 80.000 Kilometern hat man in Nordamerika das größte Schienennetz. Union Pacific zeigt über die Jahre eine solide Geschäftsentwicklung mit sehr ansprechenden Gewinnmargen. Die EBIT-Marge, die ist stabil bei rund 40%. Dazu gibt es eine Dividendenrendite von rund 2,7%. Und die hohe Ertragsqualität mit einer hohen Visibilität des Geschäfts, die spiegelt sich aber auch in der Bewertung der Aktie wider. KGV 17 ist jetzt zwar nicht wahnsinnig teuer, aber auch nicht wahnsinnig günstig. Union Pacific ist aber natürlich auch zyklischen Schwankungen ausgesetzt und auch deshalb hatte der Kurs im vergangenen Jahr seinen langjährigen Aufwärtstrend nach unten verlassen. Der Kurs, der dürfte jetzt aber so im Bereich um 185 Dollar neuen Boden finden und das können langfristig orientierte Anleger nutzen, um eine Einstiegsposition aufzubauen. Möglicherweise muss auf niedrigerem Niveau dann aber nochmal nachgekauft werden. Auch die nächste Aktie beruht auf einer Anregung aus unserem Publikum. Übrigens, meine Damen und Herren, vermerken Sie Ihre Titelvorschläge gerne als Kommentar unter das Schnelltestvideo auf unserem YouTube-Kanal. Und wenn wir schon dabei sind, wenn Ihnen die Sendung bisher gefallen hat, vergessen Sie bitte nicht, uns ein Like dazulassen und unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, falls noch nicht geschehen. So, es geht weiter mit Fiverr. Fiverr hatten wir uns, ich glaube, so vor ein, zwei Jahren an dieser Stelle auch schon mal angeschaut. Das war damals auch eine Zuschauerfrage. Das ist ja ein Online-Marktplatz für digitale Dienstleistungen. Wurde 2010 in Israel gegründet. Und Freiberufler, die können auf Fiverr ihre Dienste weltweit anbieten. Es gibt 200 Kategorien in 7 Branchen, darunter zum Beispiel Grafikdesign, digitales Marketing, Programmierung, Video und Animation. Bisher hatte man hohe prozentual zweistellige Wachstumsraten. Mittlerweile sind die aber zusammengeschrumpft auch auf nur noch so 6-19% ungefähr. Bisher ist man unterm Strich defizitär, aber seit 2020 ist man zumindest auf operativer Basis nachhaltig profitabel. Ursprünglich hatte der Markt ab 2022 auch unterm Strich schwarze Zahlen erwartet. Stattdessen aber hatte sich der Nettoverlust dann sogar noch weiter ausgeweitet. Jetzt dürfte man wohl frühestens ab 2025 unterm Strich Geld verdienen. Ja, seit 2021 hat sich die Finanzierungssituation verschlechtert. Nach Jahren mit Netto-Liquidität gibt es nun eine Netto-Verschuldung, die bisher auch nicht signifikant verringert werden konnte. Und der Aktienkurs, den hat es wirklich schlimm erwischt. Der hat sich vom Top rund gezehntelt. Und wir befinden uns seit Mitte letzten Jahres in einer Bodenbildungsphase, so im Bereich 26 bis 30 Dollar. Fiverr ist bestenfalls eine Halteempfehlung. Für eine Kaufempfehlung sind mir die Aussichten für das Erreichen der schwarzen Zahlen noch zu vage. Meine Damen und Herren, wir runden das Bild ab in Anlehnung an das Diskussionsforum des Aktionärsbriefes auf unserer Website. Wir schauen auf einen Spezialisten für Wind- und Solarparks. Im Aktienkurs war innerhalb der letzten Tage zuletzt reichlich Strom angesagt. Es geht um Energiekontor. Ja, Energiekontor entwickelt, baut und betreibt ja Wind- und Solarparks. Man ist 1990 gegründet worden und seit dem Jahr 2000 börsennotiert.
Bisher ist man wachstumsstark, aber 2022 brachte ein Wachstumsknick. Denn die deutlich gestiegenen Zinsen, die haben die Finanzierungssituation spürbar erschwert. Das hat auch der Aktienkurs nachgezeichnet, der vom Top rund 40% verloren hat. In fundamentaler Hinsicht, da läuft es jedoch weiterhin gut, wenn auch das Wachstum nicht mehr ganz so stürmisch ist wie in den vergangenen Jahren. Und erst Anfang dieser Woche war ja der Kurs nach oben geschossen, nachdem Energiekontor einen vielversprechenden Ausblick abgegeben hatte. Denn dank des Nachfragebooms und womöglich schnellerer Genehmigungsverfahren blickt man optimistisch auf das laufende Jahr. Das Vorsteuerergebnis, das soll zwischen 10% und 20% steigen. Und bis 2028 peilt man eine Verdopplung des Vorsteuerergebnisses auf 120 Millionen Euro an. Und beim Nettogewinn pro Aktie, da wären bis 2028 so circa 6,80 Euro denkbar je Aktie. Und damit würde das KGV auf gerade mal 10 sinken. Ja, und die Aktie, die hat nach der Vermeldung der Prognose auch ein dynamisches Lebenszeichen von sich gegeben, wie wir hier im Chart sehen. Ich würde jetzt zunächst vielleicht einen kleinen Rücksetzer bis auf 72,50 Euro abzuwarten. Wir haben ja jetzt, sind ja jetzt auch schon einen Ticken zurückgekommen, aber dann vielleicht noch so bis 72,50 Euro abwarten, um dann einzusteigen. Und ich denke, das kurzfristige Erholungspotenzial, das reicht dann zunächst bis auf 80, 82 Euro. Und da muss man mal weiterschauen. Danke, Oliver. Meine Damen und Herren, haben Sie Lust auf noch mehr Expertise und Anregungen aus der Bernecker-Redaktion? Dann stöbern Sie doch gerne mal ein wenig in der Rubrik Produkte auf unserer Webseite bernecker.info. Wir dürfen uns verabschieden. Ich wünsche Ihnen ein richtig gutes, wirklich frohes Osterfest. Machen Sie es gut. Ihr Oliver Kantem und Walter Thissen. Tschüss. Ciao.